Servus Leute, ich lese immer wieder in den Kommentaren bei dem Video, dass das Service-Menü nicht funktioniert bei der Echo 9 Plus Connect, und ihr habt eben den Beweis, dass es doch funktioniert. Ihr müsst nur lang genug bleiben auf diese zwei Tasten, bis eben die Maschine initialisiert und eben in den Customer Service Mode reinkommt. Da könnt ihr eben genauso dieselben Sachen auswählen wie beim vorigen Video von mir, bei der normalen Echo 9. Und ich hoffe, dass dieses Video euch auch weiterbringt und ihr dort noch ins Service-Menü hineinkommt von der Echo 9 Connect. Und ja, viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Video. Baba!